Oh ja, für einen Säbeteil-Glitch sollte ich vielleicht immer noch mal die Screw-Attack ausmachen. Sonst klappt der, glaube ich, nicht. Ja. Ja, okay, das hat leider nicht geklappt. Hä? Okay, das hat auch nicht geklappt. Komm schon. Das hat immer noch nicht geklappt. Okay. Ja, es ist gar nicht mal so einfach, den Sabotage-Glitch zu machen, glaube ich. Ja, okay, jetzt klappt er mal. Also ich würde sagen, mittlerweile kriege ich ihn so 1 von 4 oder so hin. Vielleicht 1 von 10 auch nur. Es ist halt schwer einzuschätzen, wenn man nicht ganz so oft macht. So, jetzt erstmal hier das Glas aufschießen. Na. Ich bin mir halt nie sicher, ob es sinnvoll ist, bei Mother Brain in der ersten Phase so viel. Ja, okay. Ich habe sogar das Gefühl, dass es teilweise egal ist, ob man Missiles oder Super Missiles auf sie schießt. So, egal. Jetzt würde ich ganz gerne meine 20 Super Missiles aufheben, bis ich sie zur Explosion kriege. Vielleicht auch nur 10. Wahrscheinlich würden auch 10 reichen. Ich glaube, ich probiere es mal mit 10. Ich werde dann alles verfeuern bis auf 10. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Aber an sich glaube ich echt, dass wir Mother Brain nicht so viele Probleme haben sollten. Toll, die eine Missile habe ich jetzt nicht verfeuert. Ja, deswegen jetzt nochmal eine Missile auszuwählen, ist eigentlich schon wieder nicht so gut, aber gut. Passt schon. Hallo? So lange hat das eigentlich noch nie aufgeladen, gefühlt. Lädt das schneller auf, wenn man den Plasma-Beam hat? Eigentlich ja nicht. Ja, aber es sollte eigentlich werden. Also, wie gesagt, das einzige Problematische, selbst wenn ich mich. Ich lasse mich ja extrem oft treffen, das merke ich, aber selbst damit. Wave Plasma Spacer ist trotzdem eine Combo, die halbwegs gut Schaden macht. Wir haben Mother Brain auch schon mit schlechteren Kombis geschlagen. Ja, guck mal. So, reichen die 10 Super Missiles? Ich hab doch keine Ahnung. Ja, sieht so aus. Also ich glaube, zweimal diese krasse Explosion macht sie immer. Aber mehr als zweimal auch nicht. Und das dürfte es eigentlich schon gewesen sein. Sie haut sogar nochmal einen zweiten Laser auf uns. Das ist ja richtig üppig. Sieht man auch sehr selten, dass man mal nicht direkt beim ersten Mal gedown-comboed wird. Aber ich denke, ja, die Szene mit dem Baby Metroid, wir kennen sie. Obwohl, einmal fürs letzte Mal. Fürs letzte Mal können wir die Szene nochmal durchlaufen lassen. Das arme Baby Metroid. Du musst nur noch einmal sterben, Baby Metroid. Die Qual ist vorbei. Die endlose Wiederkehr und der endlose Tod endet hiermit, indem Mother Brain endlich mal die Stärke beweist, dich komplett zu töten. Und dass du nicht im nächsten Teil wieder da bist. Täuscht mich das oder wächst das Baby Metroid noch, während es angegriffen wird? Das wäre ein krasses Feature, aber ich glaube, es sieht einfach nur so aus. Ich finde es irgendwie ein bisschen falsch, dann am Ende die Criteria-Musik hinzusetzen, aber es ist nun mal die, die so ein bisschen am andächtigsten ist. Und man hat sich wahrscheinlich überlegt, dass man keinen neuen Soundtrack mehr reinmachen kann, wenn man schon ein bisschen mit den Soundeffekten sparen musste. Ich habe übrigens auch mal festgestellt, dass wenn man sehr sparsam mit Missiles umgeht und sehr viele Missiles hat, dass man tatsächlich sogar im Endabschnitt hier mit dem Hyperbeam auch Missiles zur Verfügung hat, um Mother Brain zu killen. Fand ich faszinierend, weil die Missiles machen auch kaum Schaden gegen sie, beziehungsweise ich weiß nicht überhaupt, ob sie überhaupt Schaden machen, weil ich habe der mal irgendwie 50 Missiles dann reingeballert. Und die hat überhaupt nicht den Anschein gemacht, dass sie dunkler wird.
was sie normalerweise im Hyperbeam ja schon krass macht. Und ja, ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wie viel Schaden der Hyperbeam macht. Offenbar muss das ja auch dann normal skalieren irgendwie, weil mit Missiles kann man ihr ja offensichtlich auch Schaden machen. Das hätte ich vielleicht nicht so machen sollen. Moment, hier könnte ja auch... Hier könnte auch die Tür sein. Nee, hier ist sie aber nicht. Deshalb sollte man nie nach ganz oben Speed boosten. Weil es kann immer sein... Oh Gott. Es kann immer sein, dass es... Wow. Es nicht hier im Endabschnitt verkacken beim Space Jumpen. Das wäre ultra peinlich. So, gibt es hier noch was? Hier könnte es ja auch die Tiere geben, theoretisch. Ja, es sieht sogar so aus, als gäbe es hier die Tiere. Yes! Tiere gerettet. Hey! Dum, 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 dum. Gut, für die Flucht muss man auch sagen, ist die Ridley-Musik auch passend. Und das hat man ja tatsächlich bis heute beibehalten, dass man sowohl Ridley als auch den Flucht-Cutscenes immer diese Musik gibt, oder? Zumindest kommt es mir so vor. Der Raum war sehr einfach, weil hier gab es keinen, also hier kann es gar keinen zweiten Ausgang geben. Weil wir den ja schon gefunden haben. Das heißt, direkt mal vor mir den zweiten Ausgang ist schon ein bisschen angenehm. Dam, dam, da, da, dam, dam. Rein theoretisch sollte man hier auch Speed boosten können, oder? Naja, egal, wir probieren es nicht. Keine Experimente. Wir haben einen Planeten zu verlassen. Dam, 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 dam. Irgendwie bin ich heute musikfreudig, ich weiß auch nicht warum. Manchmal habe ich so Tage. Besonders oft an Wochenenden. Vielleicht, wenn man zu wenig Musik für das Wochenende gehört hat. So, wir kommen erstaunlicherweise sogar aus dem Gang raus, wo wir schon mal rausgekommen sind. Also offenbar ist der nicht reserviert. Weil ich glaube, wir hatten sogar beim Schiff schon alle Gänge. Ja. Und das ist halt auch ein bisschen schade, muss man sagen, weil wir haben beim Schiff alle Gänge zur Verfügung gehabt, aber die beiden, die ich am Anfang genommen habe, die musste ich nie wieder betreten. Das heißt, ich habe jetzt quasi zwei verschiedene Spiele gespielt und ich muss mir, wenn ich mir einen Route Randomizer, wenn ich keine Ahnung mehr davon habe, wie die Route aussah, muss ich mir einfach nur den letzten Part meiner letzten Session angucken und ich weiß wieder, wo ich weitermachen muss. Weil es oft echt nicht so ist, dass man viele Wege zur Verfügung hat und das ist schade. Weil sobald wir in dem grünen Brinster-Hub-Raum waren, hatten wir zwar danach noch ein paar Hub-Räume, die man immer wieder betreten und verlassen muss, aber vor dem grünen Brinster-Hub-Raum mussten wir keinen Raum mehr betreten. Und das ist immer wieder ein bisschen schade. Weil im also in den meisten Metroids ist es so, dass man selbst ganz schön weit am Anfang immer noch Räume hat, die man mal wieder betreten muss. Oder kann. Zumindest vielleicht auch nur für Items. Aber, ja, und auch meistens nicht unbedingt für große Items. Also es ist selten so, dass man am Anfang von Brinster, oder am Anfang von Criteria oder von Brinster, was auch immer, oder, ja, jetzt speziell, also für alle Metroids, sagen wir am Anfang des Planeten irgendwie, dass man da noch ein Item hat, ein großes, was man dann holen muss. Ist bei Metroid Prime der Fall, aber ansonsten würde mir, glaube ich, echt keins einfallen. Wo man direkt beim Spawn noch irgendwie ein großes Item hätte. Ich meine, in Super Metroid ist es nicht so. Die großen Items führen dann eigentlich immer weiter weg vom Start, gefühlt. Oder? Eigentlich schon. Aber vielleicht erzähle ich auch Humbug. Aber ich glaube tatsächlich, das nächste große Item vom Schiff aus... Ja, das ist halt die Frage. Also wahrscheinlich, so vom Weg her, könnte es vielleicht sogar der Gravity Suit sein. Aber wenn man dann rechnet, welchen Weg man zu dem gehen muss und dass man den Boss dafür besiegen muss, dann ist es... Also den Boss zählt man vielleicht nicht mit, aber man berechnet, dass man außen rum gehen muss für den Gravity Suit und nicht einfach an die Tür rein kann, wo man rauskommt. Dann dürfte es tatsächlich der Charge Beam auch sein, der nächste am Spawn. Und der Charge Beam ist eigentlich auch das erste große Item, was man in Super Metroid kriegt. Also in der Hinsicht, ja, macht Metroid Prime offenbar einiges richtig. Dass man die High Jump Boots da ja kriegt. Direkt am Schiff. Nur eben, nee, gar nicht. Kriegt man da? Doch, man kriegt da den Double Jump. Müsste eigentlich. Ich hoffe, ich erzähle keinen Mist, aber ich glaube schon. Ja, und ansonsten haben wir jetzt
den letzten Super Metroid Root Randomizer abgeschlossen. Es stimmt mich ein wenig nostalgisch, muss ich sagen, weil das Projekt mich sehr lange verfolgt hat. Also grundsätzlich die Metroid Randomizer. Ich weiß, dass es viele gab, die das nicht unbedingt mit Freude verfolgt haben, dass mein Kanal so Metroid vollgeballert war. Die ganze Zeit. Eigentlich sogar wirklich die ganze Zeit. Es kam zwischendurch mal ein bisschen was anderes. Mario Maker lief ja noch eine Weile, aber das ist auch schon ewig her. Ja, und jetzt halt wieder Super Metroid, haben sich wahrscheinlich wieder einige gedacht, oh, warum macht der damit denn weiter? Aber die Leute, die jetzt zugucken, die wissen hoffentlich, oder ich hoffe, ihr habt mitbekommen, dass es ein tolles Spiel ist, dass es tolle Randomizer hiervon gibt und dass man, ja, sich fast einen endlosen Spielspaß damit erzeugen kann. Also der Wiederspielwert ist unfassbar groß. Und ich hab sogar tatsächlich überlegt, ob ich den Door-Randomizer noch machen soll. Oder so ein paar Runs noch im Door-Randomizer mit verschiedenen Einstellungen. Ja, würde allerdings eventuell darin ausarten, dass ich, ja, dass ich viele Stellen habe, wo ich mir Wege merken muss und wo ich eben nicht besonders gesprächig bin. Ich weiß nicht, ob euch das gefallen würde. Ich meine, da könnt ihr eure Meinung ja vielleicht mal zu abgeben. Ich glaube, über den Door-Randomizer hatte ich auch schon mal was erzählt. Wenn nicht, wenn ihr keine Ahnung habt, was der Door-Randomizer ist, guckt auf jeden Fall mal bei Dragon in den Kanal rein. Der hat den einmal alleine gespielt und einmal mit mir gespielt als Rotation-Hack-Randomizer. Also ich würde wahrscheinlich dann eher den normalen machen, nicht den Rotated-Door-Randomizer. Das könnte man noch überlegen. Aber vielleicht werde ich es auch hierbei einfach sein lassen. Jetzt habt ihr im letzten Run auch noch gesehen, was mein Lieblingsmodus ist. Ich hoffe, es ist angekommen, warum ich ihn so mag. Und wir haben an vielen Stellen gesehen, warum er so toll ist. Finde ich zumindest. Wir haben gesehen, wir haben am Ende einen Ridley-Kampf, der ein bisschen schwerer ist als im Original. Aber wenn man weiß, wie man gegen Ridley kämpft, dann doch wieder relativ einfach. Ich würde sagen, es war kein perfekter Run, aber ich habe mich deutlich besser angestellt, als ich mich im Original jemals gegen Ridley angestellt habe. Und das spricht einfach nur für diesen riesen Lerneffekt im Root Randomizer. Insgesamt, also wie sehr ich mittlerweile Ridley gelernt habe, dass selbst in einem Run, wo ich sagen würde, der ist schlecht, ich noch locker mit, keine Ahnung, 8 E-Tanks oder so, 9 E-Tanks, ich glaube es waren 9 E-Tanks und gut, die Reserve-Tanks haben wir eh nicht angefasst, also eigentlich hatten wir nur 6 E-Tanks gebraucht und dann noch nicht mal den Plasma-Beam, 15 Super-Missiles reichen, um ihn schon richtig runterzuhauen, dann noch die Missiles ein bisschen ordentlich setzen, ja, sowas einfach, dass ein riesen Lerneffekt grundsätzlich über den Root Randomizer vorhanden war, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dann gibt's immer wieder tolle Räume im Root Randomizer, die einem ein Erfolgsgefühl geben, sie zu schaffen. Siehe den Speed Booster Speedball Raum mit dem Springball. Das, was sich einfach sehr flüssig spielt, weil das hat, wie gesagt, beim ersten Mal war es ein ultra großer Krampf, aber wenn man es dann mal raus hat, wenn man es dann einmal geschafft hat, und ich habe seitdem diesen Raum nie wieder gemacht, das muss ich dazu sagen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist zwischendurch immer wieder zum Mockballen. Und das hilft einem so weit, dass man jetzt diesen Speedball Springball Jump schafft. Und das ist schon krass. Also auch da, riesen Lerneffekt und auch eben immer wieder schöne Räume. Man übt den Mockball, man übt teilweise Low-Percent-Boss-Kills, Dragon mit Speed-Booster, die Ninja-Piraten, auch wenn sie nicht notwendig waren, aber es war trotzdem krass. Bot-Woon am Anfang war eher lästig, das hat ein bisschen den Run kaputt gemacht, leider, fand ich. Also ansonsten wäre der Run echt cool gewesen, Bot-Woon hat ihn aber leider ein bisschen zerstört, finde ich. Wobei ich nicht weiß, ob ich Bot-Woon jetzt beim nächsten Mal schaffen würde, das ist immer so... Naja, also wahrscheinlich würde ich mich nicht so ganz behindert anstellen, aber Save-States waren da glaube ich schon irgendwo notwendig, zumindest vor dem Kampf eben. Im Endeffekt haben wir ihn dann ja ohne geschafft, im Kampf, aber immerhin. Ja, und ich würde sagen, grundsätzlich, dieser Run hat nochmal viel davon aufgegriffen, was ich so toll finde am Root Randomizer. Eine Progressive Difficulty auszuschalten, hat in dem Fall trotzdem für einen späten Ridley-Kampf gesorgt, kann vielleicht auch mal für einen frühen Ridley-Kampf sorgen, das haben wir bisher noch nie gesehen. Aber das ist definitiv eine Option, die ich gelernt habe. Ich will keine Progressive Difficulty mehr anhaben, weil dafür macht es mir einfach viel zu viel Spaß, auch mal einen Low-Life-Boss-Kill zu machen. Oder ein Low-Percent-Boss-Kill, sagen wir es so.
halt ein bisschen zu experimentieren. Und das ist halt das Schöne, das kann man im Root Randomizer, glaube ich, viel besser als in jedem anderen Randomizer. Weil in den normalen Metroid-Randomizern hat man das Problem, man weiß, wo die Bosse sind und man kann sich je nachdem fast immer die Sachen richtig zurechtlegen. Weil das Problem ist, die einzigen Items, die ich nicht kriegen kann, vor Dragon und vor Ridley, nee, vor Ridley eigentlich nicht mal. Also das einzige Item, was ich vor Dragon nicht kriegen kann, ist das Item, was hinter Dragon liegt. Wenn es der Plasma Beam ist, habe ich immer noch genügend viel Ausstattung, um gegen Dragon klarzukommen. Wenn es der Gravity Suit ist, habe ich den Plasma Beam gegen Dragon. Also, ihr seht, es. Nee, Moment, es gibt noch den Plasma Beam Raum, da muss man auch hinter Dragon hin. Also es gibt zwei Items, die man nicht hat. Wenn das der Plasma Beam und der Gravity Suit sind, dann ist Dragon ziemlich eklig. Aber ansonsten, da hat man immerhin den Grapple Beam, da kann man ihn auch tot grappeln. Also. Ja, sowas meine ich eben. Man kann sich im normalen Randomizer eben meistens viel zu gut ausstatten. Das ist hier nicht gegeben, das ist beim Door Randomizer auch nicht gegeben, aber der ist nochmal eine andere Kategorie. Und wie gesagt, wenn ein Wunsch besteht, werde ich den vielleicht auch nochmal zeigen. Vielleicht in einem Run, vielleicht ein paar mehr Runs. Ansonsten, ja, ich hoffe, die Reihe hat euch ein bisschen was gezeigt. Ich hoffe, die Einstellungen, die wir jetzt getroffen haben, waren in Ordnung. Ich fand eigentlich im Rückblick, muss ich sagen, alle Runs hatten irgendwo ihre Schwierigkeit, bis auf einen, der war ziemlich einfach, glaube ich. Ich glaube, den allerersten, den wir gemacht haben, den linearen, der war ziemlich langweilig. Aber ansonsten war es eigentlich ziemlich spannend. Und denke ich auch relativ gut gebalanced. Ja, jetzt könnte man sich natürlich nochmal ransetzen und sich so richtig die Kante geben mit so einem richtig schweren Modus. So ein Hellrun Level 3, 50 Räume oder so. Aber ja, ob ich mir das geben werde. Ich denke, also der Root Randomizer bietet Potenzial dafür, dass ich ihn extrem hart tryen möchte oder würde. Also ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwann nochmal hingehe und mich so weit durchschlage, dass ich wirklich auf jeder Einstellung irgendwie klarkomme. Aber ja, ob ich darauf tatsächlich dann Bock habe oder auch die Stringenz habe, mich daran zu setzen, das ist eben eine andere Frage. Naja, auf jeden Fall die Einstellungen, die wir jetzt getroffen haben, ich fand es nach wie vor die besten und ich denke, das sind auch die, mit denen ich weiterleben würde. Man könnte überlegen, ob man noch auf den Hellrun Level 3 wechselt. Aber selbst Hellrun Level 2 ist schon in Ordnung und ihr seht, die Progressive Difficulty ist im Wesentlichen das, was es ausmacht. Und wir haben immer wieder extreme Herausforderungen gehabt in diesem Run. Und zwar auch welche, die man schaffen kann, wo man jetzt keine Stunde dranhängt, wo man vielleicht eine Viertelstunde dranhängt oder auch 20 Minuten, vielleicht auch mal eine knappe Stunde. Aber ich glaube, diese Stunde da mit Botwun, das war wirklich das Schlimmste. Alles andere ging relativ locker von der Hand. Vergleichsweise. Und ich hoffe, es ist auch zum Zuschauen auch nicht ganz so langweilig gewesen, weil teilweise dauert, ist es halt schon viel Doppelung. Naja. Ja, ansonsten. Hoffe ich, der Run hat euch gefallen. Ich hoffe, die ganze Super Metroid-Serie hat euch gefallen. Ich denke mal, Metroid wird auch nicht tot sein danach auf meinem Kanal. Ich denke mal, ich werde auch mich anderen Metroid-Projekten mal widmen, weil lustigerweise habe ich zum Beispiel so Sachen wie Fusion und Zero Mission noch nie selber gezockt. Das heißt, das wäre auf jeden Fall ein Plan. Selbst Metroid 2 habe ich noch nie selbst gezockt. Also. Ja, es gibt noch vieles, was ich in puncto Metroid aufholen will, aber. Ich glaube, Super Metroid hat für mich einfach einen riesen, riesen Stellenwert. Allein dadurch, weil es so freizügig ist, weil es so viele Moves gibt, die man toll lernen kann. Und weil selbst die Bosse aus 1993, ich glaube, die sind, das war das Release-Datum, oder? Also ich glaube, das Spiel ist genauso alt wie ich. Und das finde ich halt krass, dass Leute damals sich schon rangesetzt haben und so eine KI von Ridley geschrieben haben. Die zwar an einigen Stellen vielleicht doch sehr berechenbar und sehr komisch ist, aber auf der anderen Seite muss man sagen, also ich habe selbst im Internet gelesen, dass Profispieler mit Ridley teilweise Probleme haben können, weil er halt keine eindeutige KI hat und weil er doch immer mal wieder Mucken macht. Weil er nie jemand sagen kann, Ridley macht genau das jetzt als nächstes. Und das finde ich krass.
Das ist bei anderen Bossen schon einfacher. Dragon ist recht leicht ausrechenbar. Phantoon finde ich auch nicht ganz so leicht, aber an dem scheitert man selten. Und gut, Crate, das ist sowieso geschenkt. Also, ja, bis auf den Screw-Attack-Modus kann man da nicht viel falsch machen. ja, und daran sieht man einfach, dieses Spiel, da ist krass viel Mühe reingesteckt worden. Und scheiß auf irgendwelche Speicherplatzbeschränkungen oder scheiß auf irgendwelche Grafikrestriktionen oder was auch immer. Dieses Spiel hat einfach ein Riesenpotenzial. Das ist ein Potenzial, was man in meinen Augen in keinem anderen Spiel findet und wahrscheinlich auch nie wer finden wird. Ja. Na, obwohl man, ob man es nie wieder. Ah, es ist schwer zu sagen. Also es gibt natürlich Spiele, die in diese Richtung gehen. Aber ja, in der Art und Weise, wie es Metroid kann. Wie Super Metroid kann, ist es glaube ich nicht drin. Also Rogue, es gibt Roguelikes wie Binding of Isaac zum Beispiel, die auch random generierte Items hinsetzen und wo du dann auch das Gefühl hast, ich kann nur damit manche Räume schaffen, aber es ist eben nicht so wie bei einem Metroid, wo du manche Sachen definitiv brauchst, um was zu machen oder wo du aus deinen Möglichkeiten das meiste rausholen kannst, so. Und eben auch eine beschränkte Anzahl an Möglichkeiten hast du. Nie wirklich, ja, doch eigentlich schon eine beschränkte Anzahl an Möglichkeiten. Eine sehr beschränkte, du weißt genau, was hier auf dich zukommen kann. Aber es ist trotzdem immer wieder erstaunlich, was du daraus machen musst. Und ich glaube, das ist so der Punkt, weil nur über Zufälligkeit und nur über viele Items oder so dafür zu sorgen, dass sowas funktioniert, hat nicht denselben Effekt, wie Super Metroid hat. Mit, ich weiß nicht, 15 Items oder so. Ne, wie viele große Items hat das? Vielleicht nicht, vielleicht um die 10 und dann noch die Reserve Tanks. Könnte hinkommen. Also, wenn es irgendwie schafft, mit 10 Items sich Spiele oder Hacks oder Randomizer zu bauen, die so viel Abwechslung bieten und ist einfach unfassbar. Und ich glaube nicht, dass das so jemals nochmal passieren wird. Deshalb, ich hoffe, ihr könnt meine Faszination für dieses Spiel verstehen. Es ist nicht das allerbeste Spiel auf der Welt, das will ich auf keinen Fall behaupten, aber es hat einen riesigen Wiederspielwert und es ist einfach ein tolles Spiel. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Projekt wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis dann. Ciao.